Warte mal Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Clouds, mehr oder weniger. Ja, eigentlich sollte ja diese Folge jetzt von David kommen, nur David ist tatsächlich echt ein fauler Sack, muss ich sagen. Ja, so ist das halt. Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen was darüber labern, was jetzt eigentlich mit David ist, oder was mit Clouds jetzt passiert ist. Übrigens, nehmen wir mal Weihnachten auf, deswegen sind die Geschenke gerade. Achso, deswegen sind die Kästen gerade wie Geschenke aus. Ich wollte gerade sagen, deswegen sehen die Geschenke jetzt wie Kisten aus. Ne, andersrum. ja, ich muss mal jetzt kurz hier die Mobs hinten töten, das ist schön. Warte mal. Erstmal alles töten hier. Töten. Ach, scheiße. Das ist wieder viel zu viel hier, was hier einfach abgeht. So. Dann einmal schnell alles rein hier. Dann hört das jetzt auch mal auf zu ruckeln. 499, naja, so abgehen. Tut das tatsächlich nicht, die Mob-Farm. Liegt aber auch daran, weil da einfach wahrscheinlich so viel ist, dass das einfach nicht mehr feierlich ist. Mir gefällt das nicht, dass hier schon wieder so ein Wisp-Symbol ist, aber egal. Gut. Naja, jedenfalls, was ist jetzt mit Cloud passiert? Warum kommt das nicht mehr? Ja, das hat einfach folgenden Grund. Eigentlich kann man diesen Grund gar nicht mal so richtig erklären, weil es eigentlich gar kein Grund ist. Würde ich jetzt meiner Meinung nach sagen. Und zwar, der David kriegt es nicht auf die Reihe, ein Video hochzuladen. Ich weiß nicht wieso, was daran so schwer ist, aber irgendwie... es hat jetzt auch keine technischen Gründe, sondern einfach seine zeitlichen Gründe irgendwie. Ich kann jetzt mal ganz kurz erzählen. Also erstmal sage ich, ich kann nicht gleich von Anfang an sagen, schon mal, David ist raus aus dem Projekt. Mit dem plagen wir uns jetzt nicht mehr rum. Wodurch ich jetzt zu dem Entschluss gekommen bin, dazu komme ich jetzt mal einfach jetzt. Und zwar, jetzt hasse ich das, weil ich im Vollbild bin und nicht aus dem Fenster rauskomme. Ja, geil. Ich mal, kann ich das Fenster so wechseln? Weil, nee, das hat nicht funktioniert, das Fenster zu wechseln. Ich muss jetzt mal ganz kurz aus dem Vollbild rausgehen, dass ich mal schnell aus dem Fenster rauskomme. Also aus Minecraft rauskomme, sag ich mal. Dass ich in Skype ein bisschen gucke, weil es hat ein bisschen was, ja, mit Skype zu tun. Genau. Am Dienstag, den 10.12. ist schon eine ganze Weile her jetzt. Also ich nehme es übrigens gerade am 24.12. auf. By the way. Dieses Video hier. Am 10. Dezember haben wir das letzte Mal aufgenommen. Da haben wir diese beiden Folgen, die 20. und die 21. aufgenommen. Die 20. David, die 21. ich. So. Mittwoch war jetzt weiter nichts, also... Ja, keine Ahnung. Mittwoch kam ja meine Folge dann. Ist ja die zweite. Und dann der Donnerstag. Dann habe ich erstmal geschrieben, wo bleibt Clouds heute? David hat es mal wieder nicht hier hochgeladen. Es geht jetzt schon um dieses Video an der Stelle. Ja, keine Antwort kam da. Am Freitag hat er geschrieben, sorry Agent, ich hatte einfach gar keine Zeit, das hochzuladen. Gut, ist ja alles in Ordnung. Sage ich jetzt nichts. Habe ich erstmal noch erstmal so geschrieben, der Witz, dass er es einfach nie schafft. Okay, alles klar. Ja, und dann... Haben wir noch ein bisschen so überhalten, ist erstmal egal. So, der David war Freitag den ganzen Nachmittag online. Der hat noch geschrieben, sorry, ich hatte keine Zeit, das Video hochzuladen. Der war dann noch den ganzen Abend online. Also, habe ich an Skype gesehen, der war online die ganze Zeit. Der ist nicht auf die Idee gekommen, das Video dann hochzuladen. Erst hat er sich noch entschieden, ich hatte einfach gar keine Zeit, die letzten Tage das hochzuladen. Und dann müsste es doch in der Birne Klick machen. Yo, jetzt laden wir das mal schnell hoch, dass es da ist. Nein. Auf die Idee ist er nicht gekommen. So, Samstag habe ich geschrieben, wo bleibt das Video jetzt? Sonntag habe ich nichts geschrieben, sehe ich gerade, aber Montag habe ich nochmal Fragezeichen geschrieben hier so, wo bleibt das jetzt? So, dann schreibt er Montag, bei mir hat Shotcut gebuggt, also unser Schnittprogramm, was wir nutzen bei den Matzen, sage ich mal. Ist immer abgestürzt, wenn ich das geöffnet habe. So. Achso, das weiß er natürlich auch erst Montag, alles klar. Das kann er dann nicht schon vorher sagen, weil, ja, ach ja, bevor ich es vergesse, als ich Samstag hier, wo bleibt das Video jetzt, geschrieben habe. Also habe ich ja geschrieben und dann habe ich Montag die Fragezeichen geschrieben. Die habe ich aber geschrieben, weil Skype zeigt ja neuerdings an, dass der
derjenige die Nachricht gelesen hat. So, auf Wo bleibt das Video jetzt kam nie eine Antwort. Deswegen habe ich Montag Fragezeichen geschrieben und Montag hat er dann mal was geschrieben. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ich habe Samstag was geschrieben, das hat er gesehen sogar, hat aber keine Antwort drauf gegeben. By the way, noch nicht hochgeladen. So, jetzt hat mit mal Shotcut gebackt. Dann hat er geschrieben, aber jetzt geht es, glaube ich, wieder. Hm? Dann könnte er es ja theoretisch machen. So, Dienstag war ich... Ach nee, Montagabend war das. Achso, ja gut, habe ich nicht... Habe ich am Montagabend nicht mehr gelesen. Hm? Dienstag, bin ich nie da. So, Mittwoch. Habe ich jetzt nochmal was geschrieben, ja, sag ich mal, sowas kann man nicht schon Tage vorher sagen. Hm? Also sowas weiß man ja wohl, weil sonst zögert man das ja in der Regel nicht raus. Ne? Ja klar, also wenn ein Fehler ist, dann sagt man mir das. Ich bin mal so ein Fehlerfixer, sag ich mal. Bei mir muss das alles schnell gehen. Also bei mir müssen die Fehler gefixt werden einfach. Hm. Ich tippe darauf, dass eventuell Shotcut bei ihm gar nicht gebuggt hat, sondern das echt eine faule Ausrede nur ist. Weil, ja. Schon wieder, weil vergessen und so, würde mich aggressiv machen. Das weiß er ganz genau. Dass ich dann nicht so nett agiere danach. Hm? Weil doppelt vergessen, also einmal geht, zweimal nicht. So, Punkt. Ja. Das deutet auch wirklich darauf hin, weil hier steht, bei mir hat Shotcut gebuggt. Immer ist das abgestürzt, wenn ich es geöffnet habe. Das würde ich jetzt erstmal noch sagen. Jetzt gucke ich mir das erstmal an. Aber er hat natürlich geschrieben, aber jetzt geht es, glaube ich, wieder. So, da sage ich mal, mein Fehlersuch war nicht mehr anspringt. Aber, wenn es ja wieder geht, dann könnte er es ja theoretisch jetzt rendern. Also rendern ist übrigens die Schnittdatei aus dem Schnittprogramm in ein Videoformat umwandeln, was man auf YouTube hochladen kann. Ja, warum er es an der Stelle dann nicht macht, weiß ich auch nicht so genau. Naja, so... Und dann habe ich am Freitag, heute ist übrigens Montag, am Freitag jetzt noch geschrieben, ja, der David soll, also soll jetzt ein Video hochladen hier. Der bekommt jetzt die allerletzte Chance, das am Freitag noch hochzuladen. So, und wenn er nicht, das nicht jetzt nicht hochlädt, dann fliegt er aus dem Matzenkanal. Naja, gut, habe ich auch geschrieben, eventuell, also ein Projekt auf jeden Fall und eventuell vom Matzenkanal. Weil der ist so faul. Ist nicht normal, ich bin ja wieder der Einzige, der hier Videos macht. Aber dazu sage ich auch nochmal am 31.12. zum Jahresabschlussvideo nochmal was. Also das ist soweit erstmal, ja, genau. Ja, jedenfalls, Videoverspätungen können mal passieren, aber dir passieren in Anführungsstrichen, also passieren, ist ja gar nicht Absicht, nein, nein. Bei dem passieren sie ja immer. So, er hat eine letzte Chance am Freitag gekriegt, die hat er nicht genutzt, das Video ist nicht da. Jetzt ist Montag. Ich habe ihm sogar noch Tage länger Zeit gegeben. Es ist nicht da. So, dass er das gelesen hat, davon kann ich ausgehen, weil da steht... Ey, yo. Hä? Also hier steht ja, gelesen von MumiLP. So. Beziehungsweise von David. Es wurde gelesen. Das heißt, er hat es gesehen. Er hat keine Reaktion gezeigt. Und damit ist für mich Schluss, was David jetzt in diesem Projekt angeht. Sag ich so, wie es ist. Wir machen das Ganze jetzt alleine weiter hier, weil er hindert. David ist richtig mehr so ein Hindernis, hier dieses Projekt, endlich mal zu spielen hier, wenn man so will. Weil immer, es ist grundsätzlich so, wenn, sag ich mal, eine Videoverspätung kommt, dann hat David das Team zu verschulden. Also eine krasse Videoverspätung jetzt. Ich habe zwar auch manchmal, aber dann, bei mir kommen sie in der Regel noch am selben Tag oder am nächsten Tag, wenig, spätestens kommen sie bei mir, wenn es mal wirklich bei mir zeitlich Probleme geben sollte. Hatten wir ja jetzt des Öfteren in der letzten Zeit, aber naja, was soll man machen? Passiert halt. Ja, aber bei David passieren sie, wie gesagt, passieren sie immer. Und der kommt halt noch über eine Woche später. Also ich sag mal so, jetzt haben wir Montag, am Donnerstag, also in 3 Tagen, sind es jetzt schon 2 Wochen. Also das Video hat schon 2 Wochen Fälligkeit. Seit 2 Wochen muss es hochgeladen sein. So. Und das geht dann auch einfach nicht mehr. Sag ich so, wie es ist. Ich musste ihn tatsächlich über das gesamte Projekt eigentlich bei so ziemlich fast jedem Video daran erinnern, du musst das heute noch hochladen. Das Video soll heute online kommen. Er kriegt es nicht auf die Reihe. Also er kriegt es alleine nicht auf die Reihe, mal daran zu denken, jo, das Video muss hochladen, muss online gebracht werden. Der kriegt es nicht auf die Reihe. Ist nicht normal. Naja, was soll man machen? Wie gesagt, David ist raus aus dem Projekt jetzt. Wir machen das Ganze jetzt alleine weiter. Was ich noch machen werde,
ist das Inventar von David zurückholen. Also, man kann ja in den, also im Weltenordner, also im Saves-Ordner da, wo die Map drin gespeichert ist, da sind so interessante Dinge über die Spieler abgespeichert. Mit dem extra Programm kann man da das nämlich raussuchen und dann würde ich das Inventar, sag ich mal, von David einmal löschen und es hier in eine Kiste packen. Haben wir eine freie Kiste dafür, sonst crafte ich die mal schnell. Ich will ja keine Kiste cheaten hier. Mal ganz kurz gucken hier. Oh, ruckelt ein bisschen. Es ruckelt ein bisschen. Mann, oh Mann. So. Haben wir Platz irgendwo? Weiß ich noch nicht. Hier haben wir ein bisschen Platz. Ja, keine Ahnung. Wo haben wir noch irgendwo ein bisschen mehr Platz eventuell? Ja, zwischendurch hier und da mal ein freier Slot. Ja gut, okay. Eventuell wird es reichen. Hier haben wir noch richtig viel Platz. Wir haben 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Gut, und dann nochmal 9. Platz eventuell. Ich weiß nicht, wie voll David's Inventar jetzt ist. Das muss ich mal gucken. 1 haben wir schon mal. 2, 3, 4, 5. 6, 7, naja, gut, ja, wird schon reichen. Ein paar Slots, die wir da noch haben. Ja, gut, ja. So ist das halt. Die 20. Folge, das ist jetzt, sag ich mal, der Ersatz für die 20. Folge, die wird wahrscheinlich, die werdet ihr wahrscheinlich nie sehen. Es sei denn, David ist so nett und schickt mir die Datei einmal rüber. Was er eventuell nicht ist, keine Ahnung. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr genau, was. Es ist schon etwas so lange her, es ist. Warte, wann haben wir das aufgenommen? Wir haben das am 10. haben wir das, glaube ich, aufgenommen, oder? Am 10. 10., das ist jetzt 14 Tage. 2 Wochen ist das jetzt her, als wir sie nur aufgenommen haben. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir da gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ihr werdet dann sehen, wie das ist. Vielleicht kriegen wir das Video nochmal auf YouTube online. Wenn nicht, dann ist es so. Kann ich jetzt an der Stelle nicht ändern. Am heutigen Tag, also am 26. Kommt es am 26. online? Weiß gar nicht. Am 26. kommt das jetzt online. Wird auch noch die 21. Folge jetzt um 18 Uhr online kommen. Das kommt jetzt. Ist jetzt, glaube ich, 16 Uhr gekommen. Also heute kommt jetzt noch die 21. Folge von mir. Die lade ich jetzt einfach hoch. Ist mir egal jetzt. Ja. Was nun mal jetzt in der 20. Folge war, keine Ahnung. Es ist einfach so lange her für mich jetzt. Und ich hab's nicht so mit Gedächtnis, ehrlich gesagt. Naja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für dieses Video. Wir sehen uns dann in der 21. Folge wieder. Da ist ja David dann auch nochmal dabei. Es ist ja vorproduziert, sag ich mal. Es wartet ja schon 100 Jahre darauf. Das Video beim Video ist echt fertig. Es wartet regelrecht darauf, dass die 20. Folge von David kommt. So. Sie kam nie. Wir laden es jetzt einfach hoch. Und dann sehen wir uns, was Clouds angeht, im neuen Jahr wieder. Nach einem neuen Upload-Plan. Den habe ich ja. Habe ich den jetzt schon an? Ne, den kündige ich morgen in GTM sogar nochmal an. Und am 31.12. zu meinem Jahresabschlussvideo werde ich diesen Upload-Plan für nächstes Jahr bekannt geben. Ja. Genau. Und dann sehen wir uns nach dem Schema dann in Clouds wieder im neuen Jahr. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!